Sam Crew, oder wie sie benannt wollen. Ja, wir sind eben die Einzigen. Von Yggdrasil. Ja, genau. Wir sind Weston Page und er ist der Musiker. Also wir sind eigentlich drei, die zusammengehören und dann zwei, zusammengehören. Hallo zusammen, wir sind hier im Fabriktheater Rote Fabrik Zürich mit der Gruppe von Yggdrasil. Sie haben am 9. März Premiere und haben jetzt gerade einen Durchlauf gemacht. Und dann möchte ich gerade mal fragen, wer sind ihr? Also ich bin Momo, ich bin vom Kollektiv Phantomschmerz und ich mache Schauspiel. Marc Rossier und ich mache Musik. Olli Stein, auch vom Kollektiv Phantomschmerz. Ja, ich mache so mehrere Sachen. Jetzt hier Regie und auch ein kleiner Mini-Auftritt. Es gibt noch ein Mikro. Weston Page. Weston Page. Weston Page. Genau. Passt. Beide. Ja, ich bin der Benny und ich bin auch Teil vom Kollektiv Phantomschmerz und stehe bei diesem Stück auf der Bühne. Wir machen eigentlich alle ein bisschen alles. Ah, oh, sorry. Okay. Also für uns war es ja jetzt, also stimmt das? Das erste Mal, dass wir hier ein Stück machen und geprobt haben. Außer Andrea hat ja mal schon vor 10 Jahren gespielt. Ne? Habt ihr schon mal hier gespielt? Nicht, oder? Ah, du hast auch schon mal hier gespielt. Produziert haben wir zum ersten Mal hier. Und es ist voll eine schöne Location. Man ist so ein bisschen weg von der Stadt. Man ist so in einem eigenen kleinen Kosmos am See. Wenn man vom Probenraum rauskommt, ist man am See. Man hat die schönsten Stimmungen, ne? Die Berge. Die Enten, es ist wirklich wie so ein kleines Paradies eigentlich. Und sonst von der Probenzeit her, wir waren, glaube ich, die meiste Zeit ziemlich isoliert im Probenraum, in unserer Welt irgendwie und dann mal in den Ziegel Bier trinken und Kaffee trinken und wieder zurückkommen. Wir hatten jetzt nicht so wahnsinnig viel Austausch mit anderen Leuten, muss ich jetzt sagen, auch jetzt mit Dotti, Fabrik Tevau und Sandra und Silvi. Aber es ist ein Ort, an dem ich auf jeden Fall gerne wieder was machen würde. Sag du was. Ja, es war eine total luxuriöse Situation, weil wir einfach am Spielort selber proben konnten auch. Mhm. Wir haben jeden Support bekommen, den wir gebraucht haben. Es gab immer einen guten Austausch mit dem Produktionsbüro und es war wirklich luxuriös, einfach prächtig. Einfach eine Hurenmorerei, oder? Da musst du mal schauen. Das durften wir machen. Wir hatten Freiheiten. Juhu! Und um was geht es bei Yggdrasil? Warum soll man das schauen? Was sucht man? Oder was findet man da bei euch? Why? She asked, what is, yeah, what is the sense of Yggdrasil? What is it about? What do you search? What do we search? What do you find as a spectacle? I say it in English, okay? We met to make this piece, which is a combination of experimental prose theater with performance art, to question our own spirituality, deriving from our experience, life experience, and some, can I say, eschatological questions that we are wondering because we can't give an answer yet. And we think that this topic is crucial today in our world. The topic of religion? No, the topic of spirituality. There is nothing to do. Is nothing to do with religion. It could be even a spirituality about consciousness and awareness, who we are really. You know, the same very old questions, but I think that they have to be renovated as question for the generations that we are. So we have tried to combine some research on the, of course, mythology and all that the spirituality has to do with the past teaching and what is spirituality today for us as human beings, as person of today. Und wovor fürchtet ihr euch jetzt in Hinblick auf die, also nicht nur Premiere, auch die Vorstellung danach. Was macht euch noch Angst? Nichts. Also total safe. Alles. Ja,
Ich bin eher so der Angstbehaftete. Ah ja, genau. Ja. Und Verena muss dann auch mal was sagen. Angst. Angst. Ja. Also eigentlich die ganz normalen Leiden, wenn man in so eine Produktion geht, dass alles, was man sich die letzten Monate erarbeitet hat, man hofft natürlich, dass das irgendwie rüberkommt, also nicht im Sinne von verstehen, sondern hier, also dass das irgendwie ankommt. Und das, also ich glaube, was wir eigentlich am meisten versuchen, ist, dass wir der Arbeit, die wir geleistet haben, irgendwie treu bleiben, und im Sinne von Angst hätte ich eigentlich nur davor, dass ich das verliere, was wir uns, also die Verbindung und den Inhalt, den wir uns irgendwie durch viele Gespräche und viele Proben und viele, also durch sehr intensive Zeit miteinander erarbeitet haben, dass wir das so im Hinblick so, ja, jetzt ist dann die Show, jetzt müssen wir das muss funktionieren. Darum geht es natürlich auch, aber es geht vordergründig irgendwie darum, dass wir ehrlich mit dem Inhalt umgehen. Und ich glaube, das ist uns gelungen, weshalb ich nicht so schwer von Angst erschüttert bin. So, ja. Vielleicht, oder fühlst du dich jetzt spirituell erklärter oder verwirrter? Das ist eine schöne Frage. Das ist eine schöne Frage. Definitiv hat der Prozess mich sehr bewegt. Zum einen die Auseinandersetzung mit der Frage der Spiritualität, aber zum anderen die Zusammenarbeit. Und diese Zusammenarbeit, die eine Herausforderung war für alle, weil wir haben unterschiedliche Auffassungen und haben alle noch nicht zusammengearbeitet. Also Marc macht seine Projekte, Olli macht, also für mich das Spirituelle in diesem Prozess war wahrscheinlich am ehesten diese Gemeinschaft, die wir beide normalerweise nur im Duo haben. Und sobald ich mich wieder anderen Leuten aussetze, auf so einer tiefen Frage wie Kunst, die man ja auch selber macht und für sich selber macht und aus sich selber macht, da ist viel in mir passiert. Da bin ich vielleicht so an meine persönlichen Grenzen gekommen oder habe meine persönlichen Grenzen wieder mal festgestellt und gemeinsam mit den anderen die überschritten. Und das ist, glaube ich, schon ein spiritueller Prozess. Für den Rest, meine Spiritualität ist mein privater Bereich. Voll gut. Ich finde, einer von den wichtigen Aspekten, jetzt, wenn man sofort mit der Spiritualität redet, dann stellt man sich gerade sofort schnell irgendwie eine Sektengruppe oder irgend so ein Ritual vor, wo jetzt in unserer Arbeit auch ein Thema ist, aber sie haben von mir aus gesehen die clevere Idee gehabt, von einer Situation auszugehen, die existenziell ist. Also, wir erleben das, wenn wir sterben oder wenn wir nach jemanden haben, der stirbt, dass wir eigentlich dieser Frage nicht mehr entgehen können. Darum ist es meistens dann, wenn man sich trifft, wenn an einer Beerdigung oder so, dort tauchen die Fragen eigentlich zwangsläufig auf, das kann man nicht umgehen. Und jetzt im Stück ist die Ausgangssituation ein Selbstmord. Und das finde ich eigentlich eine sehr eine gute Idee, um wie von dort aus ins Thema einsteigen. Weil da geht es nicht um irgendwelche esoterischen Versuche, sondern es wird dann eigentlich sehr konkret, die Auseinandersetzung mit der Thematik. So, und das finde ich eigentlich eine gute Möglichkeit, um in das einsteigen. Und ich habe natürlich immer Angst, dass es dann ein Abend während der Vorführung auch wirklich passiert. Oder? Ja. Wie sind ihr auf das Thema gekommen? Wie hat sich das... Also es ist ein sehr langer Prozess. Also ihr gibt es jetzt, aber ihr gab es nicht davor. Ich glaube, euch hat das... beschäftigt das auch schon immer so als Antrieb und mit eurer Vergangenheit und irgendwie
jeden von uns individuell auch nochmal. Also ich glaube, da gibt es eben, das ist was sehr Persönliches. Und wir haben uns, glaube ich, einfach durch Gespräche gefunden, also erstmal wir drei natürlich, ganz am Anfang, also vor über einem Jahr, und haben uns mal überlegt, ob man da überhaupt Theater drüber machen kann oder will, ob das eben dann nicht total so in diese, in so eine Schiene, in so eine ätherische Schiene geht, die man nicht greifen kann. Und ich glaube, wir haben aber sehr schnell gemerkt, dass da trotzdem bei jedem sehr viel Substanz da ist, wie man das begreift, und auch sehr viele Diskrepanzen, also dass man merkt, ah, du denkst da ganz anders drüber als ich und du spürst es auch ganz anders und du brauchst es auch ganz anders als ich in dieser Welt. Und Momo und ich waren dann in Südamerika auch noch 3 Monate, wo wir uns halt ganz gezielt sehr viele Rituale und spirituelle Gemeinschaften also angenähert haben, das gefilmt haben, beobachtet, versucht haben, irgendetwas zu greifen, was wir als Europäer als greifbar empfanden, und das irgendwie mitzunehmen für uns. Und das ist dann auch nochmal sehr verschieden ausgefallen. Und sind dann mit Olli zusammengekommen und ja, haben da alles mal einfach in den Pott geschmissen und geguckt, wo. Das ist ein ganz schwieriger Prozess, so eine Findung von, also da sind wir ja eigentlich heute noch dran. Also wir überprüfen jeden Tag neu, ob das, was wir in diesem Thema gefunden haben, jetzt noch mit der Situation, mit dem Sound, mit dem Licht irgendwie noch Bewandtnis hat und ob wir das so weitertreiben. Also wir haben viele Diskussionen und ich glaube, dieses Thema ist nicht zu Ende diskutiert oder sowas. Es ist einfach, wir haben uns, glaube ich, nur in einem gewissen Rahmen gefunden, den wir alle spannend fanden, also das eigentlich Unbeschreibbare beschreibbar oder sichtbar zu machen, irgendwas Zwischenliegendes. Ja. Und dafür haben wir uns natürlich auch dann, wir haben wie so nach Highlight, wie gewusst, wenn wir dieses Thema angehen wollen, dann brauchen wir irgendwie auch Hilfe von Künstlern. Highlight war das Stück vorher, das haben wir zu zweit, beziehungsweise zu dritt mit Regie, aber zu zweit auf der Bühne gespielt, und wir wussten einfach, für das Thema Spiritualität und so brauchen wir Hilfe, brauchen wir Künstler, die sich irgendwie mit dem auf eine andere Art als jetzt durch die Sprache nur oder durch das rationale Verhandeln damit auseinandersetzen. Und darum war nachher auch die Begegnung mit Weston Page und auch eigentlich, ja, du kamst ja, du hast einen Tipp bekommen, schaut euch die mal an, da haben wir uns mal getroffen und sie, die ja eigentlich für uns wie das Rituelle darstellen und eben nicht mit Sprache, sondern mit Visualität, mit Handlungen, die nicht erklärt werden müssen, und dann mit Marc die Musik, die sich ja eh nicht erklären muss, und jetzt schlussendlich mit Kuka das Licht, das irgendwie auch keine Sprache braucht, haben wir auch eigentlich jetzt so ein Team, die, also nur mit Sprache kämst du ja nicht dahin. Und jetzt ist es so, wie wir haben uns versucht, durch verschiedene Richtungen daran anzunähern. Es wäre dann halt einfach Diskurstheater, das ist ja sehr, wie soll man sagen, es hat ja sehr Konjunktur im deutschsprachigen Theater über Themen, auch tiefgreifende und sehr abgründige Themen, einfach nur zu reden und das intellektuell zu verhandeln, aber das wollten wir halt nicht auf der Bühne machen. So, wir wollten halt irgendwie eine Form finden, wo wir nicht erklärend oder ja, irgendwie irgendwas konstatieren, wie etwas ist, und laut Lehrbuch, und es gibt da ja viele Theorien und ganz, ja, ganz, ganz tolle Schriften, aber wir wollten dem halt nicht theoretisch auf der Bühne begegnen. Wir wollten es irgendwie erleben. Genau, also was wir gemacht haben, wir haben im Probenprozess uns schon sehr theoretisch auch damit auseinandergesetzt. Wir haben uns mit sehr viel theoretischem Material beschäftigt. Wir haben diskutiert stundenlang. Wir haben über Improvisationen die Texte erarbeitet. Aber letzten Endes, was wir auf jeden Fall wollten, ist die ganz praktische Erfahrung machen. Also eine wirklich praktische, spirituelle Erfahrung. Dafür haben wir auch Übungen gemacht. Und was uns, glaube ich, alle verbindet, ist die Suche an sich. Also die Suche nach Erfahrung, vielleicht auch einfach nur, die uns bereichern kann und
die dafür nötige Offenheit, die wir mitbringen. Das, glaube ich, verbindet uns alle. Und genau, aber das dann auf der Bühne nicht als Selbsterfahrungstrip, weil das ist dann halt immer die Gefahr, dass man so sagt, hey, wir haben jetzt hier 2 Monate Touch Me, Feel Me, wir haben es jetzt innerlich, aber wir können es nicht erzählen. Mhm. Und das ist ja, das war dann genau die Schnittstelle. Ich glaube eben, wir haben so viel erlebt, gemeinsam in der Gruppe und so weiter. Und das dann in eine Form zu bringen, die nicht selbstreferenziell ist. Genau. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Ich hoffe, dass es nicht selbstreferenziell ist. Ich weiß es noch nicht. Im Endeffekt brauche ich dafür die Referenz. Ne? Also es ist immer referenziell. Also natürlich nimmt man auch das Ganze aus sich heraus und spricht aus sich heraus, aus seinen Erfahrungen und dem allem, was man tut. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, innerhalb in der Dramaturgie etwas zu finden, was nicht ständig wertet und was einmal den Zuschauer auch offen lässt, also einen Interpretationsspielraum offen lässt und andererseits aber Bilder vermittelt, die nicht nur in einem vagen theoretischen Rahmen bleiben, sondern auch ganz, ganz starke Bilder einfach liefern. Why a piece on spirituality? I was sleeping. No, you didn't, Susan. Why on spirituality? But, put it up. Probably because for us it's not a boring topic, but we find it very interesting. Maybe it's we met in a moment of our artistic itineraries that probably all 6 of us, we had a drive, 7, the drive to share this, coming from different cultural background, from different kind of arts, and we try to find a meeting point to make a work together, and the topic probably was the best to find a way of being together and make an experiment together, which could allow to all our different kind of disciplines to converge in the same thing, which is this piece. And why spirituality? Because I think that spirituality is an argument that if you strip it down from all, as Mark, I supposed to understand, all the esoteric trends and religions, partisan thing, it's something that has to do with our own spiritual being that everybody has, and that sooner or later we have to take into account, because spirituality is the relationship that we have while being alive with the idea of death. And this is something that is human, maybe too human, but it is still worthwhile to be explored without being too abstract, you know, so that's... Das ist ja was im Stück auch aufgeworfen wird. Die Tatsache, dass das Gehirn eigentlich nicht nur zum Denken da ist, sondern vor allem auch zum Handeln, weil es dem Körper eben klare Anweisungen gibt. Und dass die Vorstellung vom Tod und wir als menschliche Wesen uns bewusst sind eines Todes irgendwann in der Zukunft, eine große Leere hinterlässt, weil der Körper keine klaren Anweisungen bekommt, wie er handeln soll. Und das, genau das ist eigentlich unser Problem. Wir sterben. I think that for us 7, the beauty of the process is that this piece came up, the idea came up from the collective Fantoschmerz first, that we just met coincidentally. Yeah, they found us or whatever. But it's already 1 year that we are thinking on it, that we are working on it. And the last 6 months for Benny, Oli and Momo, they work so hard on the text that they have produced by themselves, so we do without taking into account or referencing some other authors. It is all coming out from us, as all the live images that Verena and I produce, it's, and we try to compenetrate this, you know.
the music of Mark. Mark came to see the real raw material and start to compose his sounds and music. The same for Kuka, the light designer. So it's really magmatic, fresh material, and I think that is a topic that we all seven feel to share together. And Yggdrasil is the best place to share it. And the Rote Fabrik, the space where to make it. Geil. An welchen Daten kann man kommen, Rote Fabrik? Am Mittwoch, 9. März, ist Premiere, dann am Donnerstag, am 10. Dann am Donnerstag, am 17. gibt es nachher noch das Publikumsgespräch und dann am Freitag, am 18. Genau. Yes. Genau, es ist total wichtig, oder, dass die Lehre, eben, die der Olli hat gesagt, die im Hirn entsteht, dass dort etwas reinkommen kann, dass der schauen kann. Das finde ich gut. Und du schwebst da über dir und du siehst dich dort liegen wie ein Stern im Wald. Das ist so klar. Du siehst, warum, wie alles zusammenhängt und was du tun musst. Soll das heißen? Botschaft. Die Botschaft in Bern, oder was? Welche Botschaft? Was für eine Botschaft? Bedeutung, Bedeutung. Dieses Scheißwort. Ich hab Fußpilz, ich hab Parasiten. Was bedeutet er? Er bedeutet, dass du Fußpilz hast. Du bist ein Zellhaufen. Du kloppen Biomasse. Gemüse, bestenfalls. Na klar, Natur.